Hey Leute und willkommen zu einem neuen Ritual-Video. Heute nehme ich wieder auf PC auf, ja. Und in diesem Video geht es zu einem Ritual, das heißt The Midnight Game, also das Mitternachtsspiel. Ich schreibe einfach in meinen Titel das Mitternachtsspiel. Ich weiß nicht genau, was heißt, ich habe The Midnight Game, aber ich sage einfach das Mitternachtsspiel, ja. In diesem Ritual geht es darum, dass du vielleicht einen Mitternachtsmann bei dir zu Hause einlädst. Natürlich funktioniert das Ritual nur um Mitternacht, weil der auch Mitternachtsmann heißt, ja. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ritual der Midnight Gang oder der Mitternachtsspiel, weiß ich leider nicht. Okay, das, was du dafür gebrauchst, ist eine Kerze, ein Streichholz. Zünde die Kerze nicht an, wenn du die Vorbereitung für das Ritual machst. Okay, und dann gebrauchst du noch eine Nadel und dann noch ein Stück Papier und einen Stift. Egal was für ein Stift das ist, du brauchst einfach einen Stift. Alles klar. Zuerst schreibe mit dem Stift auf das Papier deinen Namen. Es muss ein vollständiger Name sein. Vorname, zweiter Vorname, falls du einen hast, und dein Nachname. Und dann strich dir mit der Nadel in den Finger. Lasse etwas Blut auf das Papier neben deinen Namen tropfen. Wichtig, du darfst kein Blut anderer Person verwenden. Es muss wirklich dein Blut sein, weil sonst wird das Ritual nicht funktionieren. Und dann klopfe 22 Mal an die Tür. Du musst das geschafft haben, innerhalb von einer Minute 22 Mal an die Tür geklopft zu haben. Und wenn du das dann geschafft hast, das gemacht hast, dann hast du den Mitternachtsmann zu dir nach Hause eingeladen und das Ritual wird also funktionieren. Dann nimm die Kerze und zünde sie an. In deinem Haus müssen alle Lichter ausgeschaltet sein. Und das Ritual muss mitternachts durchgeführt werden, glaube ich. Ja. Egal an welchem Tag, egal welche Uhrzeit, es muss einfach um Mitternacht sein, ja. Dann zünde die Kerze an und laufe mit deiner Kerze durch das Haus. Wichtig, du solltest auch etwas Salz gebrauchen, habe ich fast vergessen. Salzwasser. Das werde dabei schützen, falls der Mitternachtsmann in deiner Nähe ist und du, ich weiß es nicht, du brauchst auf jeden Fall einfach Salzwasser, ja. Erkunde dein Haus. Und sollte deine Kerze mal, also lauf einfach im Haus herum und sollte deine Kerze irgendwann mal ausgehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Mitternachtsmann richtig nah bei dir ist. Wenn deine Kerze ausgegangen ist, hast du 10 Sekunden Zeit, sie erneut anzuzünden. Sollte dir das dabei nicht gelingen, ist dein einzigster Schutz, einen Salzkreis um dich herum zu machen. Also heißt das theoretisch, du musst Salz um dich herum machen. Und dann bleib bis morgens, ich weiß nicht, ob 6 Uhr morgens oder ich glaube, bis 6 Uhr morgens bleib dann in dem Salzkreis stehen. Egal wie lange es ist, das ist einfach dein einzigster Schutz, weil sonst wirst du von dem Mitternachtsmann vielleicht gejagt und du könntest sterben. Ja. Und das war dein einzigster Schutz. Und ja. Ja, komm. Und jetzt ist das Ritual, so wäre es schon vorbei. Ich habe heute ein paar Redfehler gemacht. Ich weiß es, Leute. Vor allen Dingen mit deinem Haus. Sekunde, du weißt ja schon, wie dein Haus aussieht. Ich wollte einfach sagen, du sollst in deinem Haus rumlaufen. Sorry für die Versprechungen, also für die Redensfehler. Das habe ich auch reingemacht. Und ja, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wenn ihr in Zukunft noch mehr Ritual-Videos oder andere Gaming-Videos sehen wollt, oder was auch immer, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.